Ja, moin moin. Es gibt mal wieder was aus der Lyrik. Linda Wilhelmsdottir, hier, das Kleingedruckte. Das ist die isländische Lyrikerin, Autorin, die ich schon im Leseschatz besprochen hatte mit dem Buch Freiheit. Dies ist wieder mal ein Vers-Epos, kann man schon fast sagen, das man unbedingt auch chronologisch lesen sollte, weil jedes Kapitel für sich eine bestimmte Energie hat und es auch fortlaufend etwas zu erzählen hat. Erstmal das haptische Erlebnis des Buches. Man sieht schon am Umschlag, es ist mit einer Stanzung versehen und dann gleichzeitig hier auch wieder eine Blasenoptik. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch als Buch selber für sich eine Entdeckung. Übersetzt wurde es aus dem Isländisch von Jon Thor Gislason und Wolfgang Schiffer. Das Buch ist eigentlich eine Kantate über Freiheit, über Feminismus, über die Landverbundenheit. Sie beschreibt in verschiedensten Kapiteln über die Frauen, über die verschiedensten Frauen, die hier in Erscheinung treten, aber auch der persönliche Blick, die persönliche Geschichte, die biografische Reflexion auf sich selber und gleichzeitig immer wieder auch ein höher gelegtes Schauen, sodass wir als Leser Einblick erhalten in viele Gedankenbeispiele, Gedankenmuster, sodass man mit dem Buch in kurzweiliger Zeit viel Einkehr erfährt. Es ist auch wieder zweisprachig, das heißt, man hat einmal das isländische Originale und dann auf der anderen Seite die deutschsprachige Übersetzung. Als Beispiel erwähne ich einfach kurz mal das, was wahrscheinlich auch hinten das am meisten eingebrannt hatte. Nun füllten die jungen Mädchen ihre Lungen mit Luft und entfachten die Glut, die am schmerzvollsten brannte. Da ist es an der Zeit, dass auch wir, die andere, tief einatmen und langsam wieder ausatmen. Immer und immer wieder, bis unsere eigene unterdrückte Stimme teilhat an der Revolutionskantate der Haremsfrauen. Ich kann nur allen dieses Buch ans Herz legen, weil es eine emotionale Wucht ist und so geschrieben ist, mit dieser in dem Minimalismus sich ein großer Kosmos entfalten kann. Genauso wie es bei Freiheit gemacht hatte. Also eine Autorin, die ich bitte, alle, die Spaß haben an Lyrik, sollen auch dieses Buch für sich entdecken. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almschmidt bzw. Leseschatz. Tschüss!